Hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus Alanya. Es ist für uns noch relativ früh, plötzlich klingelt es an der Tür und die von der Türk Telekom stehen vor der Tür. Vor einer Woche habe ich ja Internet hier bestellt, da waren noch nicht mal Kabel hier richtig im Haus verkabelt und eigentlich sollten die heute Nachmittag kommen, zwischen 13.30 Uhr und 18 Uhr und plötzlich sind die da. Und ich konnte mir sogar ein Zimmer aussuchen, wo die das installieren können. Jetzt gucken die, ob die Kabel richtig gezogen sind und installieren uns hier Internet. Drückt mal die Daumen, dass alles klappt. Das wäre nämlich super, wenn die nämlich heute Morgen da sind. Habe ich den Rest des Tages nämlich frei. Da muss ich nicht hier rumsitzen und warten, dass die kommen. Es ist super schönes Wetter. Es wird heute wieder so knapp über 30 Grad. Ich zeige euch mal die Aussicht. Wie in den letzten Wochen, also wir sind ja seit über 7 Wochen, glaube ich, jetzt hier. Es ist immer schönes Wetter. Es war einmal, hat es ganz klein wenig geregnet in der ganzen Zeit. Es ist so schön hier. Wahnsinn, ja. Und wenn wir jetzt nochmal wirklich WLAN haben, was die gesamte Wohnung abdeckt, wäre es auch super. Weil dann muss man nicht immer gucken, dass man irgendwo Empfang hat oder nicht. Und hier oben sind wieder die Berge. Und ja, das machen wir irgendwann auch noch. Das ist aber das Unwichtigste von allem. Die Farbe da hier abzuschleifen und alles, ja. Und ja, bin mal gespannt, ob das jetzt klappt mit dem Internet. Hier in der Wohnung war noch nie Telefonanschluss. Wir sind die Ersten, die hier drin sind. Ja. So wie immer Mega-Service, absolut geil. Die Männer, 2 junge Männer waren hier von der Türk Telekom, haben einmal hier das Modem angeschlossen. Ich habe gesagt, ich hätte das gerne in dem Zimmer hier, in dem Wohnzimmer. Ja, kein Problem, hat er so ein Messgerät mitgehabt. Der Kollege war unten anscheinend im Keller, hat es dann dementsprechend verkabelt. Dann haben wir noch so eine TV-Box mit dazu bekommen. Ich wusste, man kann das übrigens auch ohne sowas ordern. Die ganzen Pauschalangebote sind immer mit so einer TV-Box dazu. Ich finde es aber gar nicht schlecht. Da kann man so ein bisschen türkisches Fernsehen gucken. Mein Sohn hatte, mein 10-Jähriger, gemeint, ja, er fand das so toll im Hotel und da kann man gut türkisch lernen. Das stimmt. Dann schnappt man das ein oder andere Wort auf. Gerade Kinderfernsehen ist halt super, weil ja, das ist dann einfachere Sprache. Ist nicht schlecht, ist auch CNN drauf und Deutsche Welle und so ein paar Sachen. Also muss man halt wissen, ob man sowas braucht oder nicht. Mit Kindern ist es durchaus sinnvoll. So, hier hinten ist jetzt das Modem. Das ist das Modem hier von der Türk Telekom. Und ich habe jetzt gesehen, das deckt auch die gesamte Wohnung jetzt ab. Ja. Aber, ganz wichtiger Hinweis. Da sind 2 Netzwerke, die parallel laufen. 2 WLANs, ja. Einmal ein 2,4 GHz Netzwerk und ein 5G Netzwerk. Das hat nichts mit dem 5G zu tun, die auf den Dächern sind, sondern das ist nur die Frequenz, wie das sendet. Und die haben mir gesagt, ja, hier 5G, ne? Schwachsinn, nicht 5G nehmen, weil je höher die Frequenz, desto schlechter kommt das durch die Wände. Ja, nehmt das 2,4 GHz Netzwerk bei allem unter, was weiß ich, 300 Mbit. Wir haben jetzt hier nur 25 Mbit, das ist nicht viel, aber es ist eine sehr stabile Leitung. Der Ping ist gut, das ist gut für die Kinder zum Konsole spielen. Ja, wir können jetzt parallel 3, 4 Sachen gucken hier, YouTube, Netflix und wir haben jetzt die ganze Wohnung vor allem abgedeckt und wir haben eine Flatrate. Also das war mir jetzt wichtig. Ich habe ja noch mein Handy hier mit einer sehr guten Upload und ich habe noch ein zweites Internet, das werde ich mir jetzt mal nur für mein Büro einstellen, dieses Parabol-Internet, das nehme ich dann nur noch fürs Büro und dann sind wir hier ganz gut ausgestattet. Also 24 Mbit Download, leider nur 6 Mbit Upload, das ist nicht so gut für die Videos. Also es bedeutet, wenn ich schnell hochladen will, dann mache ich das weiterhin hier über LTE. Ich habe ja noch so ein paar Router, aber ich habe ja auch mein Handy und da kriege ich andauernd irgendwas geschenkt, die von der Türk Telekom. Da werde ich dann wahrscheinlich über das Handy zukünftig die Videos hochladen, wenn es schnell gehen muss. Ich will heute mal nichts frühstücken, weil ich glaube, heute wird ein stressiger Tag und es ist auch ziemlich warm. Deswegen nehme ich heute Morgen mal nur zu mir NRB Life Vitalstoffkonzentrat mit OPC und Kurkuma und über 28 weiteren tollen bioaktiven Substanzen. Und dann kann der Tag losgehen. Link zu diesem Produkt findet ihr unter diesem Video. Und wenn ihr darüber bestellt, bekommt ihr 10% auf eure Erstbestellung. Die Leute, die uns länger verfolgen, wissen ja, dass immer noch ein Teil von unserem Bett hier fehlt. Ja? Und viele hatten ja geschrieben, ja, seid mal geduldig, das kommt schon noch. Nee, kam nicht. Also dieser Laden, den will ich euch nachher nochmal zeigen, euch auch nochmal warnen, da vielleicht nichts zu kaufen. Ich muss wirklich eine Kaufwarnung aussprechen. Ja, ich muss da jetzt nochmal hinfahren. Wir waren da jetzt schon 6 Mal oder 7 Mal insgesamt und mal kam ein Teil, dann mal kam falsches, dann haben die es wieder abgeholt, dann kamen fast alle Teile bis auf dieses Kopfteil. Und es ist immer noch nicht gekommen, ja.
Und wir sind hier gerade aber noch mal ein bisschen am Auslüften hier von den Betten, weil die Matratzen riechen doch noch immer sehr. Und ich zeige euch mal, wir lüften die gerade noch mal in der frischen Sonne durch, damit das nicht mehr so intensiv riecht nachts. Wir schlafen ja mit Klimaanlage hier, aber ich komme ja immer nachts rein, relativ spät, und merke so, boah, das sind noch so chemische Dämpfe. Das muss alles nochmal so ausdünsten. Und hier stehen die Matratzen auf der Terrasse und ja, lüften mal ein bisschen durch. Erstmal hier die Seite und dann drehen wir die nachher nochmal um. Und dann geht auch noch an der anderen Seite UV-Licht und frische Luft dran. Ich hoffe, das wird dann mal besser, weil wir merken schon, das ist irgendwie, Chemiegeruch ist nicht so gut nachts, ne? Aber hier diese Aussicht, da ist auch frische Luft und tolle Sonne. Ja, ich werde mir jetzt mal alles zusammenpacken und fahre nochmal los und versuche das jetzt hoffentlich final zu klären mit den Betten. Das nervt unendlich. Und bevor jetzt wieder einige schreiben, ja, wir sollten, hätten doch mal jemanden, der türkisch kann, da mitnehmen sollen. Ich habe da schon zwei Leute anrufen lassen und die wurden auch beide am Telefon verarscht. Ja, 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 nee, das ist schon, und die kommen und das ist alles kein Problem, und nee, wir hätten das vielleicht falsch verstanden, dann sind wir nochmal hin, da hatten wir es doch nicht falsch verstanden. Also das ist einfach, also ich nehme an mittlerweile, dass die das Lager von denen, deren Warensoftware, was die im Lager haben, und die Leute, die das ausliefern, und die Leute im Laden nicht miteinander richtig kommunizieren und dass deren Systeme nicht richtig gehen. Da kommen dann irgendwelche Sachen an, die sind völlig falsch, dann nehmen die aber nicht wieder mit. Dann muss ich wieder dahin fahren und sagen, hey, hallo, ich habe auch mehrmals mit denen telefoniert, und die wollen einen dann auch nicht verstehen. Das ist auch eine schöne Art, einfach zu sagen, ja, ich raff's nicht. Und selbst wenn das dann jemand anrufen lässt und es kann sich nicht klären lassen und ich muss dahin fahren, damit ich es überhaupt klären kann, ist so. Dann erzählen sie einen vom Pferd, ja, von wegen, ja, ja, das kommt dann heute Abend. Das hatten wir auch zweimal und es kam dann drei Tage später, ja. Also das ist einfach kein Geschäftsgebaren, ne. Ich versuche das nachher nochmal zu klären, werde euch aber auch nochmal den Laden zeigen und sagen, lasst es da lieber mit dem Kaufen. Ich habe noch nie für nichts hier warnen müssen, aber da muss ich wirklich sagen, spart euch euer Geld und geht woanders hin. Alle anderen waren super geil, aber die waren nicht gut. So, das ist auch manchmal der Verkehr in Alanya. Stop and go, ist ein bisschen was los. So nachmittags um 16 Uhr, viele Leute auf dem Weg irgendwie in die Stadt. Ich habe ja auch einiges zu erledigen und bin mal gespannt, ob ich mit den Betten weiterkomme. Ja. Dort drüben ist das Möbelhaus des Grauens. Und ich habe mir mal ein paar Sachen vorbereitet. Sowas zum Beispiel hier, ne? Damit Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt mal klären kann, dass wir endlich dieses Kopfschall kriegen, damit ich die endlich von der Backe habe, die da. So, ein vernichtendes Urteil über diesen Drecksladen. Ich kann es nicht anders sagen. Enza Home kauft da ja nichts ein. Ich habe da jetzt eine Dreiviertelstunde drin gesessen. Die sind da durch den Laden gerannt, als ob sie das noch nie gemacht hätten, ja. Und dann nach einer Dreiviertelstunde kommt dann eine Dame, die dann ziemlich gut Englisch konnte. Ich habe da alles vorher ausgedruckt, ihr habt es ja gesehen, ich hatte Bilder, ich hatte den gesamten Vorgang da, ich hatte den Lieferschein da, die Rechnung und so weiter und so fort. Und dann meinte sie so, ja, also erst haben sie mir gesagt, am Samstag wird es geliefert. Am Samstag wird es geliefert. Ja gut, das ist ja in zwei Tagen, okay, dann liefert das mal am Samstag. Aber es soll auch am Samstag kommen, sonst stehe ich hier wieder auf der Matte. Und dann sind sie durch den Laden gerannt, geguckt. Und dann kommen sie und sagen, ja, wir müssen das nochmal bestellen. Wir haben das doch nicht da. Und wir wissen auch nicht, wie lange es dauert. Ja, wie lange dauert es denn jetzt? Eine Woche, zwei Wochen? Ja, so in der zweiten, dritten, vierten Augustwoche. Das ist über einen Monat jetzt noch, dass wir dieses Kopfteil nicht haben. Und eine Unverschämtheit. Ich habe gemeint, hier, ich bin das sechste Mal jetzt hier. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Was soll das denn? Ihr habt doch gesagt, es ist lieferbar. Ja, es wäre kaputt gegangen. Ich könnte das Kaputte gerne haben. Ich so, wollt ihr mich verarschen? Ich habe das ja längst bezahlt, ja? Also kauft hier nichts, ja? Es tut mir leid, ich mache sowas ungern. Aber kauft hier nichts, ja? Das sind Schwätzer und in meinen Augen ist das Betrug. Leute sagen, Sachen sind da, Sachen kommen heute Abend. Nein, sie kommen morgen. Nein, ach so. Und dann kommst du erst hier vorbei. Lässt Leute hier anrufen und die Leute, ja, ja, das ist alles unterwegs, das kommt, nichts kommt, ja. Die Frage ist, ob wir das jemals sehen, dieses Kopfteil. Ja, also wenn das nächste Mal hierher fahre, dann irgendwann im August, dann verlange ich mein Geld zurück und kaufe mir ein anderes Kopfteil von irgendjemand anderem, ja. Ist halt blöd, die Betten sollten schon zusammenpassen, die stehen ja zusammen, also ein großes Familienbett, ja,
ist halt so, sollte man sich nicht drüber aufregen, aber ich wollte es euch nur mitteilen, also hier, das ist der Horrorladen in Alanya. So, ich bin gegenüber jetzt nochmal ins Alanium gegangen und wir haben uns ja ganz zu Anfang so Prepaid-Karten geholt von der Türk Telekom noch mit unseren Reisepässen und die müssen wir irgendwann mal ergänzen mit unseren ICAMET-Nummern, also Aufenthaltsgenehmigungsnummern, damit die nicht abgeschaltet werden. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Ich habe die Karten dabei und die ICAMET-Karten und mal gucken, ob ich das hinkriege. Das hat jetzt ganz wunderbar geklappt hier bei der Türk Telekom. Hat 3 Minuten gedauert. Sie hat unsere ICAMET-Nummern verbunden mit den registrierten Prepaid-Karten. So laufen die jetzt nicht ab. Und so kann ich die immer mal wieder benutzen. Falls wir Internetprobleme bekriegen sollten, lade ich diese mobilen Router einfach auf und kann die mitnehmen oder ich gebe sie irgendjemandem mit oder was auch immer. Also wir haben auf jeden Fall die dann noch aktiv. Ansonsten würden die sich nach ein paar Monaten abschalten, weil die sind noch ein bisschen anders reglementiert als andere SIM-Karten, weil man das halt wirklich nur so für den Urlaub kaufen sollte. Ich glaube, nach 3 Monaten sind die wirklich dann aus. Das hatten die mir von Anfang an aber auch gesagt. Haben gesagt, wenn ihr eine ICAMET-Nummer habt, dann macht das. Kommt vorbei und das haben wir jetzt gemacht. Super cool. Jetzt bin ich nochmal in den großen Mikros gefahren, um mir einen Locher zu kaufen. Ich habe eben im Alanium geguckt, habe nirgendwo einen bekommen. Und jetzt gucke ich mal, ob ich hier einen bekomme. Also mit Schreibwaren und so ist nicht so einfach. Da müsste man dann in die Metro fahren. Das wird dann wieder zu kompliziert. Hier muss ich sowieso noch was holen. Ich gucke mal, ob ich einen kriege. Yeah, Doppel-Checkpot. Ein Locher und ein Tacker für 4 Euro. Billig ist das hier auch nicht. Aber ja, dann habe ich hier auch mal sowas. Ich habe schon gerade gedacht, warum haben die Leute haben sowas hier gar nicht, weil die ja fast gar keine Unterlagen bekommen per Post. Das ist echt nicht so verbreitet. Gerade entdeckt hier, hält der Begriff vegan auch langsam Einzug. In dem Fall gibt es ja auch. Und hier gibt es zum Beispiel sehr leckeres, sogar Schokoladeneis sehe ich da. Nee, das ist aber nicht vegan. Haha. Muss mal gucken, die Sorbets sind vegan. Aber gut, ein Anfang. So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Und ich muss mir immer wieder in Erinnerung rufen, wo ich hier bin. Und ich raff's manchmal noch nicht. Ich zeige euch nochmal zum Abschluss ein geiles Bild. Hier wohnen wir, ja, an diesem wunderschönen Ort am Meer. Mit netten Leuten und toller Meeresbrise. Und jetzt geht gerade die Sonne so ein bisschen runter. Haben wir jetzt so, ja, 17:45 abends. Und die Leute chillen, ja. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend.